Ein paar Kerzen flackerten und erleuchteten das Zimmer schwach, von dessen Wänden der Putz bröckelte. Schwache Räucherstäbchen qualmten vor sich hin. Franz Xaver Obertür saß an einem alten Holztisch und starrte auf die mit einem schwarzen, halbdurchsichtigen Schleier verhüllte Frau ihm gegenüber. Ihre Fingerspitzen ruhten auf dem Foto von Obertürs Mutter und ihr Kopf wippte langsam hin und her. Madame Dubois? Sprechen Sie mit ihr? Ich glaube, sie ist da. Oh, Mama? Mama, bist du da? Franz, mein Sohn. Mama, ich... Es tut mir so leid, was passiert ist, was nicht passiert ist. Ja, vieles ist passiert. Noch mehr ist nicht passiert. Ach, ich weiß, und es tut mir so leid. Ich hätte dich nicht alleine lassen dürfen. Ich hätte bei dir sein sollen. Ich kann das nicht wieder gut machen. Es ist zu spät, aber ich will, dass du weißt, dass ich es verstanden habe. Mama, ja? Mein Sohn, warum quälst du dich? Ja, weil ich mich schuldig fühle. So schuldig. Schuldig ist, wem nicht verziehen wurde. Heißt das, du verzeihst mir? Mama? Mama, verzeihst du mir? Mama? Oh, ich kriege keine Luft. Mon Dieu. Was ist passiert? Es ist so anstrengend. Es ist so wahnsinnig anstrengend. Die Verbindung ist unterbrochen. Ihre Mutter kann sie nicht mehr hören. Aber sie hat mir noch nicht geantwortet, ob sie mir verzeiht. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Ich brauche jetzt Ruhe. Ich bin erschöpft. Ich bin total fertig. Henri, bringen Sie mich zu meinen Gemächern. Auf Wiedersehen, Monsieur Obertür. Herr Obertür, bitte folgen Sie mir. Auf Wiedersehen, Madame Dubois. Sie war da. Meine Mutter war da. Ich habe mit ihr gesprochen und sie mit mir. Ich muss meinen Geschwistern davon erzählen. Auch sie plagen Schuldgefühle und auch sie sehnen sich nach Seelenfrieden. Geht das? Für heute braucht Madame Dubois dringend Ruhe. Und ich brauche 2000 Euro von Ihnen. Ja, aber selbstverständlich. Wir danken. Für 10.000 kann Madame Dubois 7 Sitzungen anbieten, falls ihre Angehörigen auch Interesse haben. Samstagvormittag. Tim, Karl, Gabi und Löschen gingen staunend über das Filmset der Serie Die Kultkops. Überall wuselten Menschen herum, Maskenbildnerinnen und Kabelträger und unzählige Assistenten und Assistentinnen, von denen vermutlich keiner wusste, was genau ihre Aufgabe ist. Oh, schaut mal, das ist die Kulisse des Kripo-Büros. Mhm. Ich glaube, dort wird gerade eine Szene gedreht. Ruhe! Wir drehen! Hey, schaut doch mal. Fallen euch die Uniformen auf? Na, Polizeiuniform eben. Ja, auch die beiden Juwelendiebe trugen Polizeiuniform. Für Obertür wäre es ein leichtes, an diese Kostüme zu kommen. Ganz genau. Psst, Oskar, leise. Apropos Obertür, könnt ihr ihn irgendwo sehen? Nö. Und bitte! Das hier,
Das ist der Beweis, dass der Gärtner gelogen hat. Wir fahren jetzt zurück zur Villa und schnappen uns den Kerl. Nein, stopp, 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 nein! Herrgott, das ist ja furchtbar. Geht es auch eine Nummer weniger theatralisch? Ja? Mein Gott, wo haben Sie denn Schauspiel studiert? Am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Haha, na eben, Theater! Aber das hier ist Film, meine Liebe. Und Film spielt jeder zweite Laie besser als eine pathetische Theaterdiva. Aber... Nichts da, aber! Sie davon! Sie, ja, Sie, kommen Sie mal bitte. Eine Reinigungskraft mit Mütze und Mund-Nasen-Maske betrat unsicher die Bürokulisse. Ecke, meinen Sie mich? Na ja, 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 kommen Sie schon näher. Ich beiße nicht. Kommen Sie. Also... Passen Sie auf. Nehmen Sie diese durchsichtige Plastiktüte und Sie spielen jetzt mal die Kommissarin, ja? Aber ich putze hier. Ja, 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 das dürfen Sie auch gleich wieder. Also los, Sie halten jetzt die Tüte einfach nur hoch und dann sagen Sie, das hier, das ist der Beweis, dass der Gärtner gelogen hat. Wir fahren jetzt zurück zur Villa und schnappen uns den Kerl, ja? Gut, okay, Also, und bitte. Das hier, das ist der Beweis, dass der Gärtner gelogen hat. Wir fahren jetzt zurück zur Villa und schnappen uns den Kerl. Na, bravo, bravo. Haha, so muss das sein, ganz natürlich. Das sollte ja wohl eine überbezahlte Schauspielerin noch schaffen können, oder? Das ist nicht fair. Die Reinigungsfrau verließ die Bürokulisse und schob ihren Reinigungswagen vom Filmset weg. Oskar auf Gabis Arm bellte ihr nach.